Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir sind wieder ganz konzentriert hier im Meter unterwegs und geht direkt die Picke kaputt. Wir bauen es hier so ein bisschen nach oben und wollen uns hier neue Gebiete erschließen, um Sachen zu finden, ohne allzu weit weg vom Portal zu müssen. Und ich bin angespannt. Ich bin sowas von der Flug. In der letzten Folge irgendwie so ein weißes Vieh da vorne rum. Ich habe mal gegoogelt, der Enderdrache sieht anders aus. Also es ist nicht der Enderdrache, aber was ist es? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie stark es ist. Es schießt irgendwie mit Feuer. Ist das Ding so langsam? Effizienz 2? Effizienz 2 ist nicht, kann man nicht vergleichen mit der anderen Effizienzstufe, ne? Okay, das hier ist wohl das Ende der Welt. Wir sind am oberen Ende angekommen. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, wenn wir jetzt runtergehen, dass da nicht irgendwie zufällig mal irgendwas wartet, was sowas wie Lava ist. Die Aktion von uns. Und ich höre jetzt, jetzt höre ich schon wieder Pikmin. Okay, da geht's. Hier geht's runter. Boah, wo sind wir denn hier gelandet? Kann man nicht meckern. Haben wir noch Platz? Nicht viel. Tja, da müssen wir wieder was wegschmeißen. Schmeiß nochmal das hier weg. Brauchen wir nicht. Ich glaube, Stufe 40 wird es noch dauern. Ich weiß schon nicht mehr, wo wir rauskamen. Ist ja auch egal, hier ist überall. Boah. Überall Erfahrung. So kann man leveln, Leute. So kann man leveln. Und ich bin wirklich extremst konzentriert. Irgendwo hier sind wir, oh shit. Was war das? Ein Bug. Okay, den Weg tue ich mir jetzt nicht an. Irgendwo hier sind wir doch. Ah, hier. Aber irgendwie muss ich den Weg ja wieder zurück. Was soll ich eigentlich erzählen? Ich kann mich gar nicht aufs Reden konzentrieren. Das ist richtig krass, ey. Ich habe so Angst zu sterben wie in der einen Folge, wenn ich in die Lava gefallen bin. Das war schon was her, aber egal.
geköpftes Kind scheut das Fallbeil, ne? Das Fallbeil. So heißt es denn. Okay, ich glaube, wir sind ganz gut. Ich wollte zwar irgendwie 40 machen, aber wir müssen erstmal die ganzen Sachen zurückbringen. Und unsere Picken gehen auch langsam so. Na gut, wir haben eigentlich noch Picken, aber wir haben kein Zeug mehr. Kein Platz mehr. Den ganzen Weg wieder zurück. Keine Ahnung, wo wir herkommen. Und dann. Erst nach oben gegraben, dann war oben Ende, dann wieder nach unten. Und hier kamen wir her. Dann haben wir uns so nach oben gefightet. Puh. Das ist voll die Erleichterung, wenn man wieder hier ist. Hier und das müsste das. Oh, Glück. Ich bin so happy, dass ich das Portal gefunden habe. Eigentlich wollte ich irgendwie in diese Richtung da, eigentlich. Weil da auch noch so viel ist. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwie so lang kommen. Die Festung war krass, die ist direkt am Spawn. Hier am Portal ist direkt die Festung. Hier keine. Ah, oh, oh Leute. Scheiße, das wäre tödlich geendet. Ich raff's nicht ganz. Eigentlich wollte ich hier diese Steine da sammeln. Mir war zu gefährlich irgendwie. Voll lebensmüde, was wir hier treiben, ey. Hier nicht irgendwie, hier muss da irgendwie dieses Zeug sein. Ist ja eigentlich Ende? Hier ist Ende. Scheiße. Ah, da geht's runter. Vielleicht haben wir eine Chance, wenn wir da so in die Richtung gehen. Oh. Nee. Leute. Der Dulok. Was hat der hier für Problemchen?
Scheiße. Nein. Oh, das ist doch schon mal was. Wir sind schon mal ein paar Etagen tiefer gekommen. Ha! Na, wenn da nicht das Portal ist, sogar. Auch ein Wunder, dass wir hier nichts gefunden haben, ne? Aber egal. Wir sind hier voll die Maulwürfe. Nein, 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 nein. Boah. Ach, da ist das Portal. Irgendwie eine Chance da irgendwie mich so auszubauen in diese Richtung. Genau das wollte ich jetzt nicht machen. Also wenn ich versuche in diese Richtung zu bauen, müsste ich doch eigentlich einigermaßen landen können, oder? Ich habe doch sicheren Fall. Von dahin. Oh, das hat die Lava überrascht. Okay, machen wir's. Ich bin so lebensmüde. Ja. 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 Oh, okay. Oh, ja, alles gefährlich. What? Was ist das? Für ein Vieh? Boah. Wo ist der? Oh. Leute, ich sterbe. Wo ist der hin? Was hat der auf uns geschossen? Ist er down oder was? Ist das Vieh gekillt oder ist es abgehauen? Oh ne, das war der Weg.
Was ist... Oh, da hinten ist überall. Ist das jetzt besiegt oder was? Den Weg haben wir damals gemacht. Hier war ich mal und dann habe ich die Sachen hier liegen lassen. Aber wo ist das Vieh? Boah. Irgendwie habe ich dem mit einem Pfeil irgendwie diesen Ball da geschossen, dass er dem entgegenkam. Und das hat, glaube ich, ganz gut Schaden gemacht. Wie ist das denn da auf einmal Lava? Hört sich genau aus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh nach Hause. Mach den Laden hier ohne mich, ey. Ich will die Erfahrung haben. Ich hab den auch fertig gemacht. Der hat da bestimmt fette Erfahrung oder so. Ah, ich habe gar keinen Block. Ich denke, wieso baut der denn nicht? Ja, krieg ich keine Erfahrung mehr. Viel fertig gemacht und nichts bekommen. Toll. So ist das. Undank ist der Weltenlohn. Egal, wir haben es besiegt und auf jeden Fall ist es abgehauen, ich weiß es noch nicht. So, tschüss Neta, Stufe 32 und einmal kurz durchatmen in der realen, normalen Welt. Mein Gott. Na super, hier muss auch noch Nacht sein. Alter, haben wir gut weggebasht mit dem Bogen, oder? Ich will nochmal angucken. Eine Schippe dabei? Ja. Kein Platz. Puh. Also Tierchen, alles klar bei euch. Mal wieder gefüttert. Was mache ich jetzt mit der Lohnroute eigentlich? Mal interessieren, was man damit jetzt machen kann. So, erstmal Metertruhe. Moment. Ziegel. Krass, die Ziegel. Ne? Ich habe auch schon einige von. Jetzt machen wir mal Quarz. Jetzt wird gequarzt. So, Quarz, Quarz, Quarz. Quarz. Bums, 64.
Noch mehr Quarz. Hm? Ah, klickert. Auf jeden Fall schon mal ein paar Quarzblöcke. Was ist das hier? Ist das Schnee? Ach, das ist Schnee. Wir hatten ja Schnee. Quarz, Quarz. Haben wir mal ordentlich umgequarzt hier. Die Dinger. Was noch? Glowstone ist auch von hier. Lohnroute. Müsst ihr mir mal sagen, was ich damit machen will. Der Lohnroute, das kann man nochmal hier hin tun. Ich bin so fertig mit den Schärfen, ich brauche Pause. Lohnroute. Netherwarze. Netherwarze und Lohnroute. Route. Netherzaun, Ziegelzaun. Und was haben wir noch? Die Knochen, die tue ich mir für den Kreislauf teilen. Und dann Schnee, Schneeball. Monster, Monster, Monster. Schnee tue ich mal zum Schneeball hier. Ui. Der arme Dulak, was der alles wieder ertragen muss hier. Obsidian. Wollte ich noch was denn tun, oder? Jetzt gehen wir erstmal kurz zur Entspannung mal die Schafe mal schön, oder? Nee, oder nicht? Nee, nicht. Gold wollen wir tun. Boah, das ist viel zu krass für mich, dieses Detail. Das überlebe ich nicht. Wo haben wir denn diese Südkleinen? Spielzeuge hier. Ah, da. Eiserne Pferderüstung. Hundemarken. Pass auf, das tun wir mal in der Special-Kiste, diese Sachen, die wir da alle gefunden haben. Den nehmen wir da mit. Und wir nehmen dann auch so zwei so Schneebälle mit. Den nehmen wir mit nach unten, dann machen wir uns mal einen schönen Schneemann. Und hier brauchen wir noch eine Truhe. Hab ich genug? Ja. Ne, Truhe war ja anders, auch eine Werkbank für. Genau. In die Werkbank und da machen wir uns eine Truhe. Und noch eine Truhe. Und dann gehen wir uns mal Pferde suchen, ey. What? Ist hier wieder der Schnee im Weg, der Teppich im Weg. Oh, und so, da tun wir jetzt mal die Sachen hier rein. Diamantene Pferderüstung, goldene Pferderüstung, eiserne Pferderüstung. Und diese ganze... Noch eine eiserne Fernrüstung, diese Sattel tun wir auch nochmal hier rein. Und die Schallplatten und die Hundemarken. Ich habe Hunde mit Namensschilder gefunden. Wir können jetzt irgendwelchen Viechern Namen geben. Und das machen wir auch demnächst. Hier sind so alle Sachen, diese Special-Sachen drin. So. Das haben wir erstmal alles so einigermaßen sortiert. Und jetzt kümmern wir uns um die Schafe. Na, sieht doch gut aus. Oh, ich glaube, die Kleinen hätten wir mal füttern müssen, damit die mal wachsen hier. Mal ein bisschen was mit. Und die Schere. Spannung einfach mal so ein bisschen schärfen. Schafe schneiden. Kann die mal füttern hier. Die wachsen ja gar nicht. Ja.
der Kleine hier, der will auch noch was essen. So. Das reicht erstmal. Ups. Ach, ich habe die Schere da gelassen. Na gut, mach ich in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Dulag ist total fertig mit den Nerven. Der braucht eine Pause. Neta ist zu heftig. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Ciao, ciao, dein Dulag.